Wir befinden uns im Jahre 2015 in Güstrow. Das Jahr, in dem es wieder Alltag wird, dass Flüchtlinge in Deutschland oder Menschen, die sich mit ihnen solidarisieren, angegriffen werden. Schon im Jahre 2013 sprühten Güstrower Neonazis an die privaten Häuserwände des Bürgermeisters so Sprüche wie "Lichtenhagen kommt wieder". Es gab immer wieder Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Es gab Buttersäureanschläge, sie schmissen Pyrotechnik in die Keller, die sich dann entzündeten. In Güstrow gründete sich eine Bürgerwehr, die aus stadtbekannten Neonazis bestand. Es gab immer wieder Mahnwachen, Demonstrationen oder Fackelaufmärsche, die gegen die Flüchtlinge hetzten. Genau in diesem Zeitraum, am 30. Mai 2015, organisierten Flüchtlinge in Güstrow unter dem Motto "Wir wollen Frieden und Glück" eine Kundgebung. Anlass waren die ständigen rassistischen Angriffe, denen sie ausgesetzt sind. Außerdem forderten sie mehr Flüchtlingsrechte, bessere Lebensbedingungen und forderten ein solidarisches Miteinander in Güstrow ein. Und Überraschung, was passiert an so einem Tag? Genau, 15 bis 20 Faschos tauchen auf. Laut ihren eigenen Aussagen wussten sie natürlich von nichts und wollten nur grillen. Genau deshalb hatten sie schwarz-weiß-rote Fahnen dabei. Genau deshalb grillten sie sofort irgendwelche Faschoparolen, als sie um die Ecke kamen. Genau deshalb vermummten sie sich, genau deshalb warfen sie mit Stühlen und griffen Kundgebungsteilnehmerinnen an, die sich den Nazis in den Weg stellten. Die Polizei stand tatenlos daneben, war völlig überfordert und wirkte völlig überrascht. Das i-Tüpfelchen ist, dass die Faschos schon zwei Tage zuvor im Internet genau gegen diese Flüchtlingskundgebung mobilisierten. Dass es an diesem Tag keinerlei Verletzte gab, lag nicht an der Polizei, sondern an den Menschen, die sich schützend vor die Asylsuchenden stellten. Genau gegen drei dieser Menschen erhebt die Staatsanwaltschaft nun Anklage und es wird zum Verfahren kommen. Ich bin einer der Angeklagten. Ich soll einen Stuhl auf die Faschos geschmissen haben. Es gibt weder Fotos noch irgendwelche Videos davon, wie ich einen Stuhl in der Hand habe. Ganz einfach deshalb, weil es keine Fotos und keine Videos davon geben kann, weil ich es nicht getan habe. Vielmehr gibt es sogar in den Akten Fotos, bei denen man sieht, wie weit entfernt ich stehe, als die Stühle schon fliegen. Vielmehr gibt es sogar ein Video davon, wo man sieht, wie ich an schon geschmissenen Stühlen einfach vorbeigehe. Aber alles scheint scheißegal. Es gibt nur die Aussage eines Polizisten. Dagegen gibt es zig Bilder von Neonazis, wie sie Stühle schmeißen. All diese Bilder tauchten schon kurz nach dem Angriff im Internet auf und sind sogar teilweise Bestandteil der Akten. Der Oberwitz ist, dass bis heute keiner der Neonazis angeklagt wurde. Niemand. Vielmehr hat die Staatsanwaltschaft, und das ist kein Witz, alle Verfahren gegen die Nazis eingestellt. Wir reden hier nicht von irgendwelchen unbekannten Faschobratzen, ja, sondern wir reden von stadtbekannten Neonazis. Wir reden von Leuten wie Nils Matyschent, der sogar am Stadtrand von Güstrow für die NPD saß. Nachdem es in der letzten Woche Presseanfragen gab, verkündete die Staatsanwaltschaft, dass sie nach 2,5 Jahren nun doch wieder ermitteln wollen und dass das alles nur ein Ausversehen war mit den Einstellungen. Dies ist mehr als ein schlechter Witz, ja? Denn es gab in dieser Zeit immer wieder Anfragen von verschiedensten Landtagsabgeordneten oder Anwälten genau zu dieser Thematik. Diese Anfragen wurden einfach nicht oder falsch beantwortet. Vielmehr ist es so, dass genau diese Sachen im Güstrow Alltag sind. Betroffene von Faschogewalt berichten immer wieder von Verfahrenseinstellungen, ja? Nazi müsste man sein. Es geht mir hier nicht ansatzweise darum, irgendwie auf großen Pazifisten oder Unschuldslamm zu machen. Ja, das bin ich nicht. Ich halte nichts davon, den Nazis auch noch die Rosen auf den Weg zu streuen oder sich auf den Staat zu verlassen, wenn Faschos wieder Menschen platt machen wollen. Man stellt sich nur einmal die Frage, ja, was wäre wohl passiert, wenn sich an diesem Tag den Neonazis niemand in den Weg gestellt hätte? Schlussendlich ist das, was mir und den anderen Angeklagten hier passiert, genau das, was Leuten, die sich diesem Rechtsruck in Deutschland entgegensetzen, ständig passiert. Der Staat verharmlost Nazi-Gewalt und Leute, die nicht nur in ihren Wohlfühlblasen leben, nur schlaue Texte schreiben oder einen Haken im Internet schieben, sondern sich auch in der Realität fernab des Internets gerade gegen diese Nazi-Gewalt machen, haben mit so einer Scheiße, wie sie hier passiert, zu rechnen. Und da die Staatsanwaltschaft und das Gericht scheinbar richtige feine Sahne-Ultras sind, haben sie sich gedacht, warten wir mal über 2,5 Jahre lang und legen das Verfahren, die Verhandlung auf heute. Laden mich nach Güstrow, 3 Wochen genau, bevor unser neues Album Sturm und Dreck kommt. Haben die Jungs, können die ein bisschen Promo machen, ja, außerdem sind sie ja auf dem Weg zu den Toten Hosen, morgen spielen sie mit denen in München, haben sie es nicht so schwer, können wir in Güstrow vorfahren, alle gemeinsam sind wir sowieso auf dem Weg. Und da wir wohlerzogene junge Menschen sind, ja, haben wir uns gedacht, Mensch, was gibt es denn Geileres, als mit einem Nightliner vors Gericht zu fahren? Also haben wir nur für heute extra einen feine Sahne-Nightliner gemacht. Schön mit Sturm und Dreck, schön mit feine Sahne, hinten noch nicht komplett im Arsch, zusammenhalten gegen Rechtsruck. Was könnte es Geileres geben, als mit so einem Teil in Güstrow aufzufahren? Dann haben wir noch ein paar Freunde eingepackt, hier sind sie. Hallo! Alle gekauft, eigentlich kennt niemand davon.
und haben gedacht, Mensch, hören wir noch mal ein bisschen das Album durch, kleine Listening-Session und so, nur auf feine Sahne. Und dann sehen wir uns gleich in Güstrow. Gehen wir mal rein ins Gericht, ne? Mal gucken, wie das so wird. 10 Zeugen, darunter 8 Polizisten. Kann nur eine stabile Geschichte werden. Unschuldig! Molly, hammergeil, Freispruch, ja. Der Oberhammer. Ich freue mich den Arsch ab. Für mich, auch für die anderen. Wie viele Leute werden in Deutschland verurteilt, nur weil irgendwie irgendwelche Polizisten eine Falschaussage treffen, nur weil irgendwelche Polizisten sich nicht mehr so richtig erinnern oder falsch erinnern? Ja. Und wie viele Leute werden verurteilt, die nicht das Glück hatten, wie wir heute, dass es geile Videoaufnahmen gab, dass es geile Fotoaufnahmen gab, davon, die ganz klar belegt haben, was da abging. Wir feiern alle Leute aus Güstrow, aus Mecklenburg-Vorpommern, all die geilen Leute, ja, die es auch in dieser kleinen Stadt gibt, wie die Willer-Kunter-Bündnis-Leute, wie die Schule ohne Rassismus-Leute. Ja. Abschließend sei einfach nur noch eins gesagt, wir feiern all die Menschen, die sich genau in solchen Situationen gegen den Faschomob gerade machen, der Flüchtlinge platt machen will. Ja. Und alle Leute, die sich genau in solchen Situationen nicht auf den Staat verlassen, sondern sich dann gerade machen, wenn es darauf ankommt, Mecklenburg-Vorpommern noch nicht komplett im Arsch. Dieses Unschuldig! Unschuldig! So, hau ab jetzt hier raus, sonst gibt's Backen vor der. Wir müssen nach München, ne?